Ist das hier eine Uhr, ne? Ja. Ach, doch, ein bisschen ärgert mich jetzt schon. Da war ich doch zu schnell beim Drücken. Wollte ich doch gar nicht. Ach, naja. Dann gehen wir halt mal weiter. Habe ich auf dem Tisch jetzt alles malträtiert? Ja, geht nichts mehr. Gut. So, was haben wir hier? Hackerweg, alles klar. Dünenkapelle. Rathaus. Hackerweg. Da muss es, da muss ich hoch. Ach so. Ah, hier teilt sich die Bahn noch. Da muss man also noch aufpassen, dass man in die richtige Richtung fährt. Also auf den Gleisen dann irgendwann rechts abbiegen, wenn ich es richtig gesehen habe. So, wo sind wir denn hier jetzt? Spiel gespeichert. Alter. Boah, das sieht ja schon cool aus. Jetzt kann ich mir aber auch denken, warum das so neblig ist. Das ist der Smog. Genau, das ist alles der Smog. Luftverschmutzung durch die Industrialisierung hier. Und der ganze Dunst über der Stadt. So, was haben wir denn hier? Da gibt's einen Zug unten am Bahnhof, den ich benutzen kann, um zur Kapelle zu reisen, wo sich Walter versteckt. Na dann, auf zum Zug. Auf zum Atem! Gewehrmunition, wunderbar. So, das hier ist also die Eisenbahnstrecke. Okay. Heilflasche, sehr schön. Nehme ich. Nehme ich dankend an. Ah, ärgerlich. Es ärgert mich doch ein bisschen. Es wurmt mich jetzt, dass ich da hinten nicht alles erkunden konnte noch. Dass ich da zu schnell war. Mit dem Drücken von E. Ah. Naja. So, wo sind hier Gegner? Immer Geduld. Die fallen von selbst irgendwann um. Oh, was war das? Ah. So. Nochmal Spiel gespeichert. Okay, jetzt machen wir hier nur noch Auto speichern. Weil keine Schreibmaschine in der Nähe ist. Und warum ist der Walter eigentlich ist der geflohen? Das ist das, was mich jetzt interessieren wird, wenn der doch hier der König ist. Okay, hier bin ich wahrscheinlich... Ach, hier muss ich durch. Okay. Habe ich nicht noch irgendwas übersehen? Munition. Ach, ich guck mal, ob ich irgendwo aufmunitionieren kann. Oder nachladen. Geht nicht. Überall. Was ist denn das dann für Munition? Wahrscheinlich. Waffschützenmunition.
um sich hin. Ach, da ist eine Leiter. Da guck an. Da ist der Bahnhof. Okay. Dann sind wir hier richtig. Das Ding rennt da unten rum wie so ein verscheuchtes Huhn. Einmal getroffen. Na, bleib hier. Bin mit dir noch nicht fertig. So, das Gute ist, wenn die anfangen zu rauchen, dann sieht man die einfacher. Okay. So, da rennt noch irgendwo einer rum. Hallo? Bleiben Sie da, ich habe Sie getroffen. Hallo, bleib doch da. So. Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen. Ich sehe dich doch. Ach Mist. Bin ich zu langsam gewesen. Jetzt muss ich aufpassen. Nur noch zwei Munition. Das ist nicht mehr so viel. Dann nehme ich mal die hier. Oh, einer rennt da noch rum. Ich höre den doch. Oh, was war denn das? Ha! Da guck an! Jetzt rennt er schon wieder weg. Bleib da! Hau dich kaputt! Was ist denn jetzt los? Ah. Sag mal dem, warum treffe ich nicht? So. Gibt's hier noch irgendwo Kisten? Waren das gerade eben meine Schlitter oder rennt da noch so ein kleiner rum? So. Einmal Zug fahren, bitte. Gibt's ja nicht. Was ist das für Munition? Ja, alles voll. Wahrscheinlich Schrot oder so. Oder Scharfschützenmunition. Probieren wir's mal aus. Zack, einmal. Zweimal. Da ist noch eine Kiste und da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Und da ist noch irgendwo ein Gegner. Den habe ich doch auch gehört. Nehmen wir mal die Schrot. Hallo, Echo. Hä? Wo ist der? Gewehrmunition. Alles klar. Da drin wahrscheinlich, oder? Nee. Hätte mich jetzt aber auch nicht gewundert, wenn der hier drin gewesen wäre. Ich glaube, das oben auf der Brücke kann das sein. Und da muss ich, denke ich, hoch. Aber ich hole mir erstmal hier die ganzen Kisten. Munition voll. Toll. Voll toll. So, SMG. Ah, jetzt ruckelt aber wieder ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich muss nach oben. So. Ja, da hat es den Stream gekillt, gerade eben, sehe ich. Okay. So, hallo? Ganz kurz, bin sofort wieder da. Dann machen wir mal den da. So.
Zack. Ah, da oben steht er. So. Also ich muss doch über die Waggons drüber. So, Stream läuft wieder. Alles klar. Passt, oder? Passt nicht. So, probieren wir es nochmal. So, jetzt läuft der Stream wieder. Sollte wieder laufen. Ja. Ja, das ist doch nicht so hundertprozentig mit diesen Performance Problemen, wo das Spiel hat, wie gesagt. Andere Spiele funktionieren wunderbar, nur Industria hat ab und zu mal oder hat noch Probleme damit. Warum auch immer. Aber ich werde es jetzt halt durchziehen. Ne? Ist halt jetzt so. Ist halt schade, wenn ich es einfach dann offen lasse und nicht weiterspiele, nur weil es halt ein paar Mal Probleme macht. Ich hoffe, es ist okay. Ich guck mal, dass ich die vielleicht noch schneide, die Folgen, und dann auf YouTube haue. Dann kann man es ja doch dort noch anschauen. Weil es das hier doch nicht so toll wäre zum Angucken. Aber okay. So. Ich glaube, da ist die Lokomotive. Da müssen wir rein. Schätze ich mal. Ich bin hier noch auf der Suche nach Z. Nicht wundern, wenn ich hier immer so hin und her renne. Spiel gespeichert, okay. Also. Was erwartet uns jetzt? Eine Zugfahrt? Ah, da guck mal an. Da haben wir doch was. So, Tagebuch von Josef Oswald. 21.05.1993. Ich habe es geschafft, nun einige Repräsentanten unseres Volkes zu überzeugen, gegen weitere Industria-Gesetze zu wählen. Was? Zu überzeugen, gegen weitere Industria-Gesetze zu wählen. Wir sind alle besorgt, dass die gefährlichen Begegnungen mit Atlas, wie Rosendahl die Dinger nennt, eher mit der großen Maschine im Institut zusammenhängen als mit Wevelstad, wie Rosendahl behauptet. Wir haben gute Chancen durchzukriegen, das Gerät abzuschalten, wenn wir noch mehr Leute finden, die gegen Rosendahls Politik sind. Seit November finde ich nun immer mehr dieser Vogelkäfige in meiner Wohnung. Egal was ich tue, sie erscheinen einfach über Nacht. Ich weiß nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Josef Oswald. Okay. Irgendwelche Vogelkäfige. Ich glaube, das sind hier diese runden Dinger. Was auch immer das sein soll. All right, I'm good to go. Good. While you fight your way out of there, you know, I think I might go put the kettle on. Well, it's so nice to know that someone's got your back. You're welcome. Was? Also ich soll jetzt losfahren, habe ich das richtig verstanden? Gut. Benutzen, alles klar. Dann mal los mit der Fahrt. Bin immer gespannt. So, und nun? Alles klar. Kann ich das jetzt zumachen oder muss ich da jetzt auch reinschaufeln? Nicht, oder? Ah! Jetzt aber. Cool. Warmer Dampflok. Da guck an. Ich kann sogar rausgehen. Sehr schön. Ich hoffe, ich bin richtig. Walter Rebel ist zwar momentan abwesend, aber er war hier schon immer der Caretaker-Hausmeister. Was? Hä? Oh, wir sind wieder in der Bibliothek. Cool. Na dann.
Ach, da fliegen wieder die Leute runter. So. Ja, wir sind wieder in diesem DDR-Komplex. Ist halt alles irgendwie so. So sieht's aus, so DDR-mäßig aufgebaut. Was ist denn das hier alles? Was? Unleserliches Titel. Ja, überall hier diese Globusse. Globen oder Globusse? Was ist richtig? Kann man inzwischen Globusse sagen oder sagt man Globen? Oder sagt man es ganz anders? Aha, schön. Was hieß Brilliant? Ich höre da wieder Stimmen im Hintergrund. I wonder how he knows all these things. Ich wundere mich, wie er all diese Sachen kennt. Das ist halt... Warum fallen hier Leute vom Himmel? Aha, und er sagt das auch? Okay. Alter. Was? Interessant, diese Gespräche im Hintergrund. So, hier war doch, meine ich, irgendwo die Schreibmaschine. Hier war sie, genau. Hallo? Ich habe E gedrückt. Und jetzt? Oh. Ich dachte gerade eben, ich fliege wieder aus dem Spiel. Gut. Aber wir, jedes Mal, wenn wir so ein Kapitel hinter uns haben, dann... ist diese Bibliothek weiter verbunden. Da gab es nämlich noch Abschnitte, wo wir gar nicht hin konnten. Inzwischen kommen wir da überall hin. Hier, guck mal, die Lampen. So richtig oldschool. Gibt es hier noch irgendwas, wo jetzt hier erschienen ist? Ich glaube, man kann eigentlich nur noch durch die Tür da hinten gehen, dann geht's weiter. Und hier findet man, glaube ich, nichts. Ach, da sind wir jetzt gerade eben hergekommen. Okay. Oder gibt es hier jetzt noch neues Zeug? So, gibt es hier noch was? Nicht, dass ich hier wieder unnötig in der ganzen Bibliothek rumrenne. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das... unnötig, dass ich das hier mache. Ich glaube, hier unten gibt es nichts. Selbst wenn hier noch irgendwelche Zettel rumliegen, die haben wir, glaube ich, alle schon angeguckt und die... ja, kann man alle nicht lesen hier, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir halt durch die Tür wieder. Da oben. Treppe hoch. Ich finde es halt interessant hier. So, dann mal hier wieder durch die Tür. Hallöchen. Betonoptik und eine Pflanze, hallo. So, aha, hier wieder Vorstellung. Wer ist das eigentlich? Ach, der hat so eine Kugel in der Hand. Oder? Für ein leeres Publikum. Ah, Die Dinger wachsen?
Interessant. Da bin ich mal gespannt, wo uns das noch hinführt. So, so. Was? Der Heilvorgang wird über, was für einen kurzen Moment deine Waffe unverfügbar machen. Ah. So, Zugfahrt geht weiter. Oh, oh, ruckel, ruckel. Was? Die Überfahrt. Errungenschaft freigeschaltet. So, sind wir angekommen. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Okay. Ich bin hier gerade extra hier hinten, um zu sehen, was es hier Schönes zu entdecken gibt. Oh. Hey, do you read me? Looks like the gates are closed. Oh. Alter, was? Yes, I okay, ein großer, großer Roboter. Actually, you know, I just realized I don't know your name. What, you don't know the name of your queen? I am unbelievably sorry. Your highest of highnesses. Now tell me your name or I won't tell you how to get over that gate. I'm Nora. Nora Rosendahl, I guess. Nice to meet you. Queen Nora from a different place. So, ich muss ein irgendwie das... Was? Ich muss einen irgendwie das Tor aufbekommen. Ich stammel ja ab und zu richtig komischen Quatsch, aber die Rechtschreibung hier ist auch ein bisschen strange. Okay. Brent hat mich außerdem gebeten, ein Foto aus seiner alten Wohnung auf dem Dach eines Gebäudes zu holen. Echt? Hat er das? Macht er, glaube ich, jetzt erst. Hab, glaube ich, dem jetzt gerade etwas vorgegriffen. I am Brent, your only subject at your service. There's a control room above the gate there. You have to cross the beach and some buildings behind it to reach it. Right. Na gut. There's something else, Nora. What is it? I used to live here, you know, before the war. When Atlas came and Hakovic was evacuated, I was wounded and treated in the city center hospital. I was left behind. Brent, I'm so sorry. You don't need to be. Hä? Achso, ich muss da runter. I was hoping that you would take something with you to the sea. Of course, anything. Is it far off my trail? Oh, no, no, no. It's on the way. Just look for a blue apartment building with a greenhouse on the roof. It's the only one in this area. All right. I'll keep an eye out. Na dann. Oh, ich kann hier durch. Ja gut. Da muss ich hoch, oder was? Da gibt's ein Gerüst. Okay. Ich guck mich erstmal hier um. Und was war das für ein großer Roboter da vorne? Sieht man gar nicht mehr, oder? War doch hier drüben irgendwo. Da vorne irgendwo. Und was es mit den Dingern hier auf sich hat, würde ich auch gern wissen. Hä? Nehmen? Was? Da geht's nicht weiter. Gut. Alles klar. Ich weiß, ich muss da hoch.
So. Ist irgendjemand hier? Scheint nicht so. Aha, hier hat wohl auch einer geguckt, was hier kommt und hat dann dementsprechend reagiert. Ah, eine Schreibmaschine. Sehr schön. Zack. Jawohl, bitteschön. Bitte speichern. Haben zwar schon gespeichert, aber warum nicht nochmal? Oh. Brent? I've just entered that big building behind the beach. Is this the right way? Oh oh. Okay, das ist nicht so toll, was da noch kommt. Ja, ja, ich weiß, ich muss da mit Sicherheit rein. Wip, wip. Bleib hier! Sag mal! Ich hau dir gleich aufs Maul, du! Au! Okay. Ist ja gut wieder. Munition voll, was? Achso, Schrot wahrscheinlich, ne? So. Schade, dass ich von Schrot nicht mehr nehmen kann. Und mit dem Batterien ist auch ein bisschen mau. Der hat gesessen. So, was steht denn hier? Stop. Aha. Wieder alles zugesperrt. Was macht er so?